ich bin Christina, bin 17 Jahre alt, mache eine Ausbildung zur Winzerin und bin im ersten Lehrjahr. In meiner Ausbildung bin ich eigentlich jeden Tag fast im Weinberg und tue die Trauben einfach so weit bringen, dass sie nachher in der Weinflasche sind. Ich bin daheim schon mit Weinbau aufgewachsen. Das hat mir eigentlich schon immer gefallen. Dann habe ich gedacht, mache ich einfach mal. Tagesablauf ist eigentlich immer unterschiedlich, aber meistens komme ich dann in Betrieb. Dann fahren wir raus in den Weinberg. Je nach Jahreszeit erledigt man dann die verschiedenen Geschäfte, was man machen muss. Ich finde es halt schön, draußen in der Natur zu sein. Und Schlepperfahren macht mir großen Spaß. Man muss körperlich arbeiten. Wenn dann draußen die Trauben wachsen, dann muss man auch bei jedem Wetter draußen sein. Also die Weinlese im Herbst, die ist eigentlich schön, aber auch anstrengend. Es ist auch immer ein bisschen Spaß dabei, weil man kann dann nebenher Trauben essen und mit anderen Leuten dann einfach reden. Also im zweiten und dritten Lehrjahr werde ich mehr im Keller eingesetzt. Dann sind da Laborarbeiten, Alkoholmessungen oder dann Sektrütteln. Da muss man den Sekt rütteln, damit die Hefe in den Flaschenhals gelangt. Dann auch noch im Versand Wein einpacken, dass man verkaufen kann. Also ich würde mich wieder für den Beruf entscheiden, weil man ist viel in der Natur. Man erlebt die einzelnen Schritte von der Traube bis zum Wein. Ist einfach vielseitig der Beruf.